Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen GTA Online Challenge. Und heute ist hallo. Es mal wieder Zeit für Räuber Servus. Und Gendarm. Das heißt, einer fährt weg mit einer halben Minute Vorlaufzeit. Die anderen fahren ihm dann hinterher und versuchen ihn zu töten. Wer länger überlebt, gewinnt. Und man darf keine eigenen Autos benutzen. Und der wegfährt, darf kein Radar haben. Also ihr werdet nicht fair, aber bei mir ist halt eher lieber so. Ja. Und dann würde ich mal sagen, nehme ich meinen Timer in die Hand und sage, es geht los. 3, 2, 1, go. Hela is on the way. Ich weiß nicht, ob das die weiseste Wahl war, aber da muss ich wenigstens nicht rückwärts fahren. Oh Gott, das dauert ja ewig. Holy shit. Das dauert bei uns ja auch so. Weiß ich nicht. 15 Sekunden sind schon um. Dürfen wir Motorräder nehmen, Peter? Ja, klar. Ja. Alles nehmen. Außer Helikopter, glaube ich. Oder sowas. Oder halt die Leute auf ihn hetzen. So und ihr dürft los. Da ist ein geiles Motorrad. Und das steht auch noch richtig rum. Und das ist voll schnell. Und Peter wird jetzt sterben. Darf ich mich eigentlich wehren? Nee, oder? Ich darf ja, einfach nur abhauen wahrscheinlich. Du darfst nur abhauen. Glaube ich. Da hatten wir es immer gemacht. Wie ist das denn mit Rammen überhaupt? Oh, was? Oh, kacke, da bist du. Du darfst dich doch wohl wehren, oder dann nicht? Dann wirst du dich wohl dürfen. Ja, würde ich auch sagen. Aber schießen darf ich nicht. Haben wir nie gemacht. Sehr gut, Jack. Okay. Ja. Oh! Sehr gut, Jay. Scheiße. Cool, Leute. Ja, was haben die gemacht? On the way. Wir haben sich, wir haben beide Motorrad und rammen uns trotzdem gegenseitig um. Nee, wir haben uns nicht gegenseitig umgerammt. Wir sind einfach nur gegen eine Mauer gefahren, die man nicht gesehen hat. Motorrad wäre eine weise Idee gewesen. Ah ja. Wieder verrückt geworden. So schnell kann die Karre eigentlich nicht. Oh, er ist rechts abgebogen Richtung Windmühlenpark, glaube ich. Fährt der Querfeld ein? Er ist auf jeden Fall weit weg. Ich bin auf jeden Fall ultra langsam in meinen Augen. Also meine Autowahl war nicht so optimal. Das ist gut, Peter. Ich kann die NPCs Aua. Kaum überholen. Aua! Was ist denn Aua? Ja, ich hab mich ein paar Mal sich wieder gemault. Alter, Christian, deine Karre ist genauso schnell wie mein Moped. Was ist denn das für eine Scheißkarre, die ich hab? Dein Moped ist einfach scheiße. Ja, echt. Oh, das finde ich auch schon mal gut. Gut. Das ist hier so eine Kawasaki oder so. Auf die Karte zu gucken. Ja, von wegen ist Peter abgebogen. Der fährt einfach schnurstracks da nach oben. Echt? Ja, aber bei mir auf der kleinen Minimap sieht das halt so aus. Das sieht Peter auf der Minimap gar nicht. Ja, du kannst ja die Minimap auch groß machen. Dann siehst du die ja recht, wirklich recht groß. Boah, ich finde das hier gerade sehr gemächlich, zu gemächlich. Das riecht mich auf. Willst du mich verarschen? Ja, ich krieg die NPCs kaum so. Ja, eigentlich schon. Ich bin auch überrascht, dass ihr noch nicht da seid, ehrlich gesagt. Peter, wir haben auch noch etwa einen Parkplatz statt, ne? Ja, aber ich weiß nicht mehr. Ich weiß aber. Ja. Oh, jetzt sehe ich ihn langsam bei mir auf der Karte. Ja. Also, ich habe hier so einen fetten, geilen Truck. Also, er ist weiter Richtung Norden. Der fährt halt komplett die große Autobahnrunde. Ja. Das ist gut zu wissen. Ich fährst einfach von anderen Seite oder was? Ja, natürlich mache ich ihm die. Okay, Plan. Das ist ja. Ich ihm den Weg zu. Damit er ja nicht eine große Runde laufen. Ich bin eh zu weit hinten. Ja, nee, das ist gut. Also. Von wegen, ich hole ihn ein. Der fährt weg. So, ich bin jetzt auf der Autobahn. Ja, der ist jetzt fast ganz im Norden. Ja, das ist okay. Das heißt, ich kann einfach auf ihn warten und dann noch den schnellen Wagen hier mitnehmen und dann mache ich ihn gleich weg. Crazy Peter Fucker hier. Wo ist der Spasti? Habe ich das gerade richtig gehört? Alter. Ich hab gesagt, verpiss dich, Spasti, dass so. Hier irgend so ein Spacken mich gerammt hat. Ja, okay. Oh, Jay, das ist richtig gut. Ja, ich weiß. Bin auch gleich bei ihm. Ja, nice. Ey, müsst mir sagen, wenn der irgendwohin abbiegt, ne? Ich achte da gerade nicht so drauf. Ich kann das leider nicht so gut sehen. Ich dachte, du wärst nah genug dran, shit. Nee, aber der ist jetzt gerade in dem Städtchen ganz im Norden durch. Ah ja.
Das ist da, wo der Klacking, wo die Hühnchenfirma ja, ist? Ja, ja, genau. Der ist am Holzfällerlager auch schon vorbei. Okay. Welcher davon ist denn jetzt Peter und welcher ist Jay? Fuck. Peter ist schon lange da am Holzfällerlager vorbei, der ist auf dem Weg zum See. Ich bin schon echt schnell mit der Karre, aber... Peter, hast du eigentlich dein Auto gewechselt? Nee. Krass. Also wenn dafür, dass du die ganze Zeit Probleme hast, Leute zu überholen und ich hier easy alle überhole, komme ich überhaupt nicht näher. Was, what the fuck? Na gut, wenn Peter im See ist, ist auch nicht schlecht. Nee, nicht im See, ne? Ja, ja, am See. Ja, das heißt, der kommt gleich am Flughafen aus. Alter, wieso ist Peter so schnell? Ja, Peter ist gleich am Flughafen in dem Alten. Triangulieren, Leute. Ach, ja, aber what the fuck, Peter ist viel schneller als ich. Peter, du hast die Karre entweder gewechselt. Wie bist du denn unterwegs? Du bist super schnell. Peter fährt die Eisenbahn. Ohne Scheiß. Halt lang, ne? Ja, also du bist echt... Ich dachte, ich komme Peter entgegen. Oh shit, da ist ein Zug! Ich dachte, ich komme Peter entgegen, aber nicht mal ansatzweise bin ich in seiner Nähe. Das war jetzt ein Problem. Oh shit! Ich bin am Sand. Also ich bin dir in die Berge entgegengefahren. Ich dachte, du gehst in die Berge. Nee, scheiße. Jo, nochmal überschlagen. Jo, Alter, was What? Geht? Also deine Karre ist echt dafür, dass die eigentlich so kacke sein soll. Echt gut. Muss man ja mal sagen. Also selbst mit dem Moped habe ich übelst Probleme, da hinterher zu kommen. Ach, shit, ey. Frank ist, fährt er jetzt gleich an der Autobahn wieder links oder rechts? Also Peter ist jetzt da in der Stadt südlich. Ja. Und fährt wieder Richtung Autobahn. Ja, genau. Aber ich kann ja mal, ich bleibe auf der Karte und guide euch, weil ich bin eh zu weit weg gerade. Ja. Ist ja nicht unwichtig, wenn du nicht uns. Ja, aber es reicht, es ist ja auch voll gut. Er fährt Richtung Süden. Er fährt Richtung Süden Autobahn. Richtung Süden Autobahn fährt er. Fuck. Er ist jetzt gleich da bei dieser Frachtmission. Da ist er gleich. Und fährt. Der ist rechts neben der Autobahn auf den Gleisen. Nee, rechte Seite. Rechts. Jetzt links. Wieso höre ich keinen Schreien? Wieso höre ich nichts? Genau. Wieso höre ich niemanden Oh, schreien? Shit! Alles klar. So, mein Freund. Bleib stehen, Jay, du Lump! Was das machen? Er fliegt gerade über alles Querfeld ein. Ihr müsst mir jetzt... Ich guide euch jetzt einfach. Ich ja, darf ja nicht zurückschreien, das ist scheiße. Du bist doch direkt da. Ja, ich kriege ihn gerade nicht getroffen. Er hat alles ist platt bei ihm. Das okay, oh, das ist gut. Dann. Oh shit! Oh, yeah, yeah. Jetzt hab ich's. Na, jetzt hast so. Du's. Nein! Vater, ey. Okay, 7 Minuten 50, davon müssen wir noch Krass. Die 30 Sekunden abziehen. Also 7 Minuten 20. Das war ewig. Das, gefühlt war das wirklich ewig, das war saustark. Leck mir am Arsch, ey. Also die Karre, die du hattest, die war gar nicht so kacke. Ja, war schon langsam. Ja, seid ihr bereit? Ihr seid bereit, ne? Ready as fuck, Junge. Ja, ja, ich stehe hier. Dann zählt ihr mal runter. 3, 2, 1, go! Ich gehe hier nicht. Die ist einfach weitergefahren. Die angeschossen. Check, hallo! Kaputt. Okay, warte mal, ich nehme mal Raketenwerfer raus, ne? Da wäre schon mal. Ja, genau! Das ist genau das, was mir letztes Mal passiert ist. Ja, ich bin am Arsch, Mann. Okay, wie viele Sekunden 10. noch, Jay? Ja, oder du kommst weit genug noch? Weg. 3, 5, 4, 3, ich hol mein Auto. 1, ah, fuck, ich hol mein Auto. Nein, ich hab's nicht. Aber nehmen wir uns einfach mal die Tante hier, ja, komm mal her. Und dann haben wir die Karre. Oh, der fährt hier oben rum. Ich bin am Arsch. Okay, der ich Auto bin war nicht am schnell Arsch. Genug, um rüber zu springen. Scheiße, meins auch nicht.
Alter, wie ich die nicht kaputt gekriegt habe. Hier ist ein schnelles Auto. Scheiße. Oh mein fucking Gott. Wo ist er? Ah, da hinten. Okay. Oh nein. Oh, was macht denn mein Auto? Du sollst einsteigen, du Pflaume. Oh. Wo bin ich denn hier bei der Asozialen zu Hause? Oh Gott. Jay fährt auch die Bahnlinie. Okay, Jay, ja, bis der Zug gleich kommt, ich im Arsch bin. Der Zug fährt gerade hinter dir. Oh Gott, in welche Richtung fährt der denn? Mir. Nee, das ist nicht gut. Weil da kann ich nämlich nicht auf den Gleisen fahren, weil der Zug hier fährt. Ich wäre froh, dass ich nicht abgeschossen wurde. Ne? Oh Mann! Oh, shit. Fahr ich in die richtige Richtung? Ah ja. Ja. Ich kann ihn halt nicht von der Richtung verfolgen, weil dieser Kackzug direkt vor mir ist. Und die Polizei hier ist. Ja, die ist aber für die mich Polizei. Da. Ach, du bist Polizei. Oh. Okay, ich werde mal. Guck mal, hier kannst du überholen. Ich bin Polizei. Ich werde mal auf Polizei ausweichen. Boah, den Zug kannst du überholen. Oh Gott. Ja, genau, das dachte ich mir nämlich auch. Den Zug kannst du mich nicht überholen. Doch, den kannst du überholen, aber hier war ein Hubbel. Ach, Polizei, verpiss dich. Ah, das gibt es doch nicht! Wieso nervt die Polizei denn so hart? Da bin ich bei mir direkt neben mir seid. So ein Auto springt nicht ganz. Vorsprung. So ein Auto springt nicht ganz wie bei Speed, wenn man einfach auf. Ich bin komplett gefickt. Wenn man einfach auf so eine Kante zufährt, springt das Auto gar nicht. Speed hat mich belogen. Das Filmbusiness hat mich verdorben. Oh Gott, Alter, wie viele Bullen hier sind. Ja, die sind alle hinter mir her, die Asozialen, ey. Ich hab drei Sterne. Ach, du auch? Wir haben Polizei geklaut, ne? Scheiße, muss ich hier die Polizei überholen? Mann, leck mich doch! Lass mich in Ruhe. Problem ist, ich sehe Jay auf der Map nicht. Ja, Jay ist weiter Richtung Autobahn. Bleib doch nicht stehen, du Fotze, ey! Ach Mann, jetzt hab ich auf die Karte geguckt, verpiss dich, Polizei! Zumindest ein Plan. Den ich verfolge. Ach, da, der ist schon in der Stadt. Nee. Moment, wieso ist der Oh, Scheiße! In der Stadt? Oh Mann, ich bin gegen Baum gefahren. Ach komm, ey, ich wollte doch hier abkürzen. Ah, nee, Jay ist dort vorne in der Stadt. Jay, der ist jetzt rechts abgebogen. Ich glaube Richtung Beverly Hills oder so fertig. Ich weiß es gerade gar nicht. Ist das, wenn man einmal stirbt, bist du raus, ne? Ja. Also wenn ich sterbe, nicht wenn einer von euch stirbt, dann könnt ihr am Start neues bauen. Oh Mann, warum sind hier so Bäume auf dem Berg? Ja, die Polizei. Okay, 4 Minuten muss ich irgendwie noch hier mit der Karre abhauen. Ja, da macht ihr mal keine Gedanken. Ich wollte gerade sagen, wir sind auch weit. Nein, ich mach mir genug Gedanken, weil der Anfang war ganz schön scheiße. Ich bin gerade neu gespawnt und hab kein Auto. Alter, und ich hänge hier auf irgendeinem fucking Berg fest. Ich komme hier nicht auf diesen Parkplatz. Warum habe ich denn so eine Scheiße gemacht? Hört sich alles gut an, dass ihr euch so aufregt. Oh nein! Ach komm! Ich bin tot. Zwei Leute, die gestorben sind in der Verfolgung. Mitten am Arsch der Welt, ey. Ach komm, fick mich. Da stehen so Toyota Prius so rum, das ist ja super. Ich hab noch keinen mal einen Zug gesehen, by the way. Gibt's den überhaupt? Ja, der war hinter dir. Das dauert manchmal ziemlich lange. Ja, aber da müsst du mir auch irgendwann mal dagegen kommen. Ja, kommt auch. Oh, da ist er. Wenn man vom Teufel spricht. Hallo! Jeder! Also Jay ist Richtung Hafen unterwegs. Genau, Jay ist schon fast am Hafen. Kann ich nur noch guiden. Ich bin so tief im Hippie-Land. Losfahren macht keinen Sinn. Bin ich jetzt der Einzige, der dann noch Jay verfolgt? Nee, ich verfolge Jay auch noch. Dran. Okay. Ich weiß nicht, ob du den wirklich kriegst, wenn du einfach spiel die Schienen anfährst. Ich weiß nicht, ob ich schneller bin als er. Ich werde mal einen anderen Weg nehmen. Vielleicht. Wir wissen nicht, wo die Schienen rauskommen, auf der anderen, also wo er aus den Schienen raus kann, ne? Das ist halt das Problem. Also du tust schon eigentlich ganz gut daran, dahinter zu fahren. Mann, oh Mann. Der hat die Schienen verlassen. Ne? In welche Richtung? Das ist wichtig. Der ist, Ups! Also Richtung. Da, wenn du am Flughafen die Autobahnauffahrt wieder nimmst, da ist der. Okay, fahr ich da jetzt in die richtige Richtung? Ja, ja. Ja, aber das ist ja doch noch auf die. Ich weiß nicht, ob die Schienen da lang gehen, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob der auf der Straße. Sieht aber aus, als wäre er auf der Straße. Der ist auf dem Weg zum Strand. Oder der ist jetzt auf der Höhe vom Strand. Bin ich das?
Ja. Okay. Oh, Peter kommt näher, auf jeden Fall. Ah, ich fahre ja noch in die richtige Richtung, oder, Christian? Ja, ja. Okay. Wo bist du denn? Du musst gleich... Ist das der vor mir, oder ist das Peter? Nee, das ist Peter. Peter, ja... Peter, Jay ist weiter nördlich schon. Parallelstraße nach links, ne? Also eine große. Ja, hab ich verstanden. Jay ist halt wieder auf dem Weg nach Norden, der ist auf dem Weg zur Autobahn. Hm. Oh! Anderer Weg, den ich nicht gedacht habe, der es ist. Ja, der ist gleich in der Autobahn. Ja, du hast, wo war ich denn jetzt? Abstand verloren, was ist da passiert, Peter? Ein Crash. Belastend. Dann kannst du nicht aus dem Norden jetzt ihm entgegenfahren? Ich bin im Nordosten. Sieben Minuten minus 30 Sekunden bei mir gerade. Das sieht jetzt nicht schlecht aus, obwohl Peter echt eine gute Leistung hat. Peter hat sich verfahren, da kann das. Also ja, okay. Ich hab halt so einen dicken Truck jetzt, aber. Er ist halt nicht so leicht. Oh Mist! Oh, jetzt hab ich auf die Karte geguckt und bin voll gegen eine Palme gefahren. Das ist auch problematisch. Wo fährt er da denn jetzt hin? Fährt er wirklich nur die Autobahn da entlang? Jo. Weiß ich noch nicht. Ich kann ja ungefähr denken mir, wo ihr seid. Circa. Alter, was stimmt denn mit den Leuten hier nicht? Deswegen hoffe ich, dass ihr hier noch nicht so... in der Nähe seid. Weiß auch nicht, wo Peter ist. Sie hat zumindest keine Fahrfehler, keine Groben drin. Nach dem Anfang hätte ich nicht gedacht, dass ich das irgendwie überlebe mit dem... mit der Panzerfaust. Ja, wir konnten dich halt nicht treffen, du war halt... Ja, ich bin direkt um die Ecke gefahren, weil ich mir schon gedacht habe, scheiße, ja. Wenn ich jetzt auf der Ach komm, ey, dann weicht er mir aus. Mann, fick mich. Nein. So langsam, Mann, ey. Alter. Das war ein Geisterfahrer. Das war jetzt aber schon ein krasser Geisterfahrer hier. Boah, hier ist wieder eine Betonmauer. Ich doch am Arsch. Ich weiß nicht, was Jay für ein Auto hat. Das weiß ich auch nicht. Jay fährt den Killer-Taxi-Weg? Nee. Doch. Jay fährt den Killer-Taxi-Weg, glaube ich. Nee, das ist nördlich. Jay fährt einfach quer ein, köffelt an. Dann werde ich hier mal eben abbiegen. Der Wagen ist echt nicht so fix, sag ich mal, ne? Huuuuh! Und Jay ist um am Berg. Ja, fährt über den Berg bei. bei dem mein Militärgebiet. Gott, das bei das dem Militärgebiet. Soll das hier ein Truck sein oder. Die Karre hat einfach überhaupt keinen Grip. Das war der Bram immer als Meriwether bezeichnet. Ist das nicht Meriwether? Laut unser Zuschauer nicht. Ich weiß. Das ist doch nicht. Ich glaube, Meriwether ist eher so wie die, fährt jetzt wieder Richtung Süden von da aus, auf die Brücke zu, bei der wir mal dieses Ding ins... Oh! Alter. Jay! Was stimmt bei dir nicht? Oh, komm! Ich treffe ihn einfach in meinem Reich. Jetzt mein Auto despawnt. Ne, doch nicht, hinter mir. Fuck, hast du auf ihn gewartet und dann nicht getroffen? Alter, er hat auf mich gewartet und zweimal daneben geschossen! Heilige Scheiße! Der automatische Raketenwerfer! Oh, Alter, hab ich mich erschrocken! Bitchy! Sepp hat zweimal daneben geschossen! Mit dem Raketenwerfer! Holy shit! Ja. Okay. Er ist schneller als die Rakete. Das war jetzt eure größte Chance, die ihr hattet. Hätte ich besser mal einen Sniper genommen, ey.
Oh. Ja, oder mit dem oder Reifen kaputt schießen würde auch was. Ja, bringen, ja. Ich habe halt gedacht, Easy ist ja zielsuchend. Die tötet er auf jeden Fall. Ja, okay. Ja, die kann halt nicht so geil Kurven fliegen. Also wenn er Haken schlägt, dann macht er das schon ganz gut. Am Arsch, ey. Shit, ey. Oh! Polizei am Arsch, nein! Oh nö! Don't do this! Nein! Er dreht da komm ich sich schon zum Beispiel hinter, nein! Ja. Nein! Nein! Nice, Peter, sehr scheiße. Boah, alter Vater, ey. Hat eine Geburt, 10 Minuten 59. Das war nicht schlecht, Alter. Eine Geburt. Fuck! Da kam er da plötzlich. Scheiße. Ja, ich bin die ganze Zeit hinterher gefahren, das war echt krass. Wo gehen wir hin? Ja, irgendwo, wo mehr Autos sind. Ja, wo Autobahn. Eine Straße ist. Ja. Kannst zur Autobahn im Osten. Ready when you are. Okay, Christian. Ach ja, Stoppuhr. Okay, dann Stoppuhr läuft in drei... Wie, Moment, wie viel Zeit habe ich? 30 Sekunden? 30 Sekunden. Ja. Okay, dann sage ich Bescheid. 3, 2, 1, los. Das war aber auf jeden Fall cleaner als bei mir. Ja. Aber direkt also die Bullerei ja direkt am Start, weg. Oder? Welche ja, die hatte ich auch am Start. Ich hatte auch die... Also ich habe die Bullen am Sack jetzt, ja. 15. Den kriegen wir auf gar keinen Fall abgeschossen. Nee, der hat auch ein richtig schnelles Auto. Hat er von uns die Bullen am Start? Gut. Nee, oder? Nee. 4, 3, 2, 1. Drop los. Deine Mutter drop your weapon. Jetzt fängt's an zu regnen. Ach komm schon, dann ist die Karre doch slippery. Gib mal Auto, Mädel. Gib mal Auto. Jetzt habe ich zwar auch Polizei, aber das ist halt so. Wo ist Christian hingefahren? Hier. Slippery when wet. Ach, oh, gut, dass ich die Bulle los bin. Hier ist ein Polizeiauto. Christian, deine Karre war safe schneller als meine. Ja, langsam ist die nicht, aber es gibt definitiv schnellere. So, der ist im Norden gefahren, in die Stadt rein, oder? Ja. Norden? Die Stadt ist im Süden. Süden. Entschuldigung. Christian ist jetzt gleich in der Stadt, ja. Ach, Polizei, was ist euer Problem? Das heißt, ich fahr schon mal über die Wüstenstadt, um quasi schon mal die andere Autobahnseite abzutrennen. Ja, vielleicht. Jo. So Richtung Hollywood. Ich denke, das kann Sinn machen, ne? Ja. Jo. Alter, die haben mir die ganze... Alter, was ist denn hier falsch? Okay, er ist jetzt, glaube ich, am Casino schon vorbei. Jo. Ist am Casino vorbei und ist jetzt in der Stadt. Richtung Hafen? Ja, noch auf der Autobahn. Okay. Oh, dieser Regen. Oh, ist ganz schön scheiße hier auf Schlamm zu fahren mit... Ja, ist ganz schön kacke auf dieser nassen Fahrbahn hier. Ja, das Problem haben wir alle. Polizei, ich weiß, aber das trotzdem. Okay, Christian ist rechts abgebogen. Richtung Hollywood, glaube ich. Oh, fuck! Wow, die kann man nicht umfahren. Oh, Christian hängt fest. Ist einfach überall fucking Bullerei. Christian fährt durch die Stadt, durch Downtown. Richtung Strand? Richtung Strand, ja. Sehr gut. Oh fuck, da konnte ich nicht hinfahren. Scheiße, Mann, ich war so nah dran. Und jetzt habe ich die scheiß Polizei am Arsch. Mann, fickt euch alle. Boah, ich war so nah dran. Ätzend. Alter, voll die Gleits. Natürlich nicht schlecht. Dann bin ich Backup. Ich weiß nicht, wo er ist, leider gerade. Ich muss hier eventuell aussteigen, mein Auto wechseln und muss mir jetzt ein neues suchen. Seth, weißt du, Alter, die wo er Moves, ist? Ey. Ja, Richtung Downtown ist er. Seid ihr beide aneinander? Ja, wir sind aneinander.
Ist das ein fucking Tunnel? Aber du bist... Okay. Ja, Sepp macht das schon gut. Er fährt immer straight hinter dem Erfahren. Er fährt im U-Bahn-Tunnel gerade. Ja, wo geht der lang? Müssen wir mal wissen. U-Bahn-Tunnel. Mhm. Peter, versuch mal irgendwelche Gleise zu finden und da ihm entgegenzufahren, Robert. Wo auch immer die sind. Ach, keine Ahnung, wo die sind. Ihr fahrt schon wieder in eine komplett andere Richtung als ich. Der ist jetzt Richtung Bollywood, Hollywood. Da ist der. Okay. Oh, er ist umgedreht. So, erstmal raus. Das heißt jetzt in welche Richtung? Er fährt wieder Richtung Strand. Okay. Jetzt muss ich gerade mal selber gucken. Wer ist denn er da? Das ist Susan Flip. Ist er im Untergrund? Der ist wieder im Tunnel, der hat einfach umgedreht. Der fährt einfach wieder in den Tunnel zurück. Aber wo ist der Eingang von dem Tunnel? Am Flughafen ist doch diese Station, diese U-Bahn-Haltestelle. Ja, aber Flughafen, du bist mehr als diese eine Station. Nee, da fährst du rein. Und der Ausgang ist hier in Hollywood. Das Problem ist, er kann halt immer wieder hin und her fahren. Selbst wenn du geradeaus fahren, fahr geradeaus, dann kreuzen sich gleich eure Wege. Warte geradeaus. Nee. Doch, ich sehe das. Und. Ja, aber der eine ist im Tunnel und der andere nicht, Jay. Wenn du da jetzt stehen bleibst, kreuzen sich gleich eure Wege. Genau da. Redest du mit mir zufällig? Nein. Nee, mit mir. Doch, ich rede mit Peter, stimmt, ich rede mit Peter. Ich dachte, Peter will. Oh, mach weg die Sau! Peter. Scheiße. Ich glaube, ich habe vielleicht einen Reifen getroffen. Mach weg die Sau! Ja, vielleicht hast du einen Reifen getroffen. Nice, Peter. Wow, wieso kann ich. Ich kann nicht mehr fahren. Christian hängt fest. Nice, mach weg! Oh nice, töte ihn! Alter, gerade sind meine Schießkünste. Oh Gott sei Dank. Nice, schön. Nice. Holy moly, ey. Alter, das mit dem Tunnel war aber auch fies. Ich hab den die ganze Zeit verfolgt, weil du den Tunnel auch auf der Map siehst. Also ich wusste, ja, dass er hier gleich rauskommen musste. Da wollte ich hin. Und dann habe ich mich total verwirrt gefühlt, weil Jay die ganze Zeit gesagt hat. Ja, nee, ich dachte, weil Sepp die ganze Zeit hinter ihm wäre. Nee, also ich war auf der anderen Seite, am anderen Eingang habe ich gewartet. Ich hätte entweder in die Hollywood Hills fahren können oder halt die Autobahn. Da stand ich halt parat, um das abzudecken, im Zweifel. Na. Komm mal zu euch gefahren, ne? 6 Minuten 18 war das. Alright. Dann geht's los. In 3, 2, 1, Knopf gedrückt. Direkt hier das erste geile Auto. Lass mich rein, komm schon. Also, du bist keine Polizei direkt, ne? Ist nicht dumm. Ja, genau, das ist nämlich das... Vielleicht. Kannst du auch, theoretisch. So, ich fahr da mal. Ja, Alter, ist die Karre langsam. Nein. Noch 10 Sekunden. Auto gesprungen. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Ihr dürft. Oh, fuck. Müssen wir denn eigentlich erschießen? Du kannst ja einfach... Ja, genau, der fährt mich natürlich über den Haufen, die Sau. Du meinst... Ja, was mir gerade jetzt eingefallen ist, du kannst nur Soldaten hinterher schicken. Achso, nee, das war, glaube ich, verboten. Mary Weser war nicht. Denn? Einfach geradeaus bis lang gefahren hoch. Keine Ahnung, ob er links oder rechts fährt. Das weiß ich auch nicht. Oder mitten durch. Ja, er ist gerade links abgebogen. Bisschen angelinkst. Bisschen angelinkst, die Sau. Wieso regnet das eigentlich immer noch? Ja, es wird gerade schöner. Alter, ist das eine Kackkarre, ey. Hallo. Oh, Alter, bist du schnell. Holy shit. Ist Peter fix. Ja, machst du, Peter. Darfst keinen Unfall machen. So ein schnelles Auto. Nö. Okay, der ist links abgebogen in den Hollywood Hills rein. Ja, der ist jetzt oben an der Ente entlang. Oh. Am Entensee. Sehr gut, Peter.
Bieg du mal hier links ab. Jo. Boah, ich hab echt nicht das schnellste Auto, das ist ein bisschen belastend. Ich habe leider unterwegs kein viel schnelleres Auto gefunden. Er dreht jetzt um. Oh, das er ist umgedreht. Optimal. Okay, ich auch. Er ist nochmal umgedreht. Was? Jetzt hat er sich gedreht, Unfall gemacht. Oh, Peter, nee, Jade. Oh, fuck, oh, Jade. Er stresst mal hier doch schon direkt. Oh nein. Nicht gut, nicht gut, nicht gut. Christian, machst du mein Backup gleich? Siehst du, wo er lang fährt? Ich kann ihn gerade nicht abschießen. Ich kann ihn gerade nicht abschießen. Der ist irgendwo. Wo ist der denn jetzt? Hallo? Da! Ich häng fest, ich häng sowas von fest, ich bin sowas von fest. Ja. Okay, jawohl. Das ist nice. Okay, jawohl. Das war jetzt war ein kurzes nicht gut. Finale. Das war 2 Minuten 38, das war nicht das beste Auto. Scheiße, Mann. Ich hab gedacht, ich kann nach Hollywood fahren, dann geile Karre finden, aber irgendwie war da keine. Ja, aber wieso hast du direkt umgedreht, dass Jay dann bei dir war? Das ist ja voll gefährlich. Weil ich in denselben Crash Wagen bin. Sepp. Der war voll gut. Crashed. Was? Ne, wir hatten nicht denselben Wagen. Klar! Den Karin Astrorope. Ne, du hattest den großen Bulligen. Ich hatte... Ne, den Karin Astrorope. Limousine. Ich fand den gut. Aber gut, ist ja egal. Der war ja easy. Ja, das war damit easy. Damit hat Jay gewonnen. Jay, nice. Abstand gewonnen, ja. Jay hat mit Abstand gewonnen. GZ Jay, not bad gemacht. Nice. Und wir danken vielmals fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Hütet euch vor dem Tschüss. Wow.